Wenn Sie mich fragen würden, warum interessierst du dich eigentlich für die Finanzmärkte, dann würde ich sagen, naja, wir leben in einer Informationsgesellschaft und die Finanzmärkte, die nehmen eine Erstbepreisung von neuen Informationen vor. Was bedeutet diese Information für die Zukunft? Was hat das für Auswirkungen auf die Zukunft? Welche Chancen liegen darin? Welche Risiken bestehen da? Das war eigentlich die Aufgabe der Finanzmärkte, nämlich genau das zu bepreisen, genau dafür für Chancen und Risiken einen Preis zu finden, eine Abwägung zu finden für Konsequenzen. All das ist leider ja vorbei. Seit wir die Notenbanken haben, ist nur noch entscheidend, wie viel Liquidität ist im System. Es ist also der monetäre Faktor, der absolut entscheidende zu sein scheint. Dadurch kann sich das System Finanzmärkte so komplett entkoppeln von der Realwirtschaft. Völlig andere Welt, hat eigentlich gar keinen Zusammenhang mehr, weil eben hier diese Märkte so grundsätzlich manipuliert sind durch die Notenbanken, dass sie eigentlich fast keinerlei Prognose, keinerlei Aussage mehr über die Zukunft beinhalten, sondern nur über die Liquidität, die von den Notenbanken da reingeschossen wird. Und die Notenbanken sind die eine Wunderwaffe, die wir hier haben. Und die zweite Wunderwaffe jetzt seit dem 9. November, das ist der Impfstoff. Wir sehen hier mal die Definition von Wikipedia. Wunderwaffe habe ich hier mal rausgesucht. Im allgemeinen Sprachgebrauch heißt es, da wird als Wunderwaffe auch jegliche Art sogenannter Allheilmittel bezeichnet, die eine angeblich schnelle, wundersame Lösung eines komplexen Problems versprechen. Bums, genau das ist derzeit der Fall. Wir gehen davon aus, dass die Geschichte bald vorbei sein wird. Bums, der Impfstoff, der wird alles heilen, wird alles regeln. Dann können wir wieder zurückkehren in die Normalität. Und verstehen wir uns nicht falsch, ich wünsche mir nichts mehr, als in die Realität, in eine Normalität vor Corona zurückzukehren. Hier in meinem Umfeld, wie auch wenn man einkaufen geht, wenn man die Leute beobachtet, mit Kassierern spricht, die sagen alle, die Leute sind echt schlecht drauf, die haben miese Laune, denen fehlt die Abwechslung, denen fehlt der soziale Kontakt, denen fehlt Vielfalt, denen fehlt eben das normale Leben jetzt in diesem Lockdown. Und dann kommt natürlich eine solche Meldung wie über die Impfstoffe, die das Problem scheinbar und komplett beseitigen, gerade recht. Und die Aktienmärkte stürzen sich darauf, die Algorithmen stürzen sich darauf, die verlassen sich eh auf das Sicherheitsnetz der Notenbanken. Jetzt kommt das noch obendrauf und fertig sind die Allzeithochs an den Aktienmärkten, dass all das mit der Realität der Realwirtschaft nichts mehr zu tun hat. Schwamm drüber, interessiert keinen, denn der monetäre Faktor scheint alles das zu sein, was zählt. Aber die Finanzmärkte haben damit natürlich jegliche Prognosekraft eigentlich verloren. Jetzt gibt es vielleicht so erste kleine Risse, könnte man sagen. Hier die Chefin der Europäischen Medizinbehörde, respektive der EMA, die also die Impfstoffe zulassen muss, sagt hier, die Impfung ist nicht die Wunderwaffe, mit der sofort alles wieder normal wird. Hups, ja, was heißt das denn? Wir haben doch hier die Aussage, dass wir 97% Wirksamkeit haben. Alles nur eine Frage der Zeit, dann ist das Thema durch. So versprechen es uns ja die Pharmakonzerne. Hier auch die Meldung, Großbritannien warnt Allergiker vor Corona-Impfung. Okay, also wir sehen jetzt vielleicht so die ersten kleinen, naja, fundierteren Daten dazu, was das bedeutet. Wie gesagt, es wäre toll, wenn es funktioniert, aber es ist schon ein bisschen so der Glaube an eine Wunderwaffe. Wir haben ja die Wunderwaffe Notenbanken, die schaffen es, die Märkte komplett in eigene Sphären zu heben, und wir haben natürlich den Glauben an den Impfstoff. Aber ich bin ja eigentlich gelernter Historiker und habe mich jahrelang vor allem mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt, und da ist mir so eine Art, naja, Ähnlichkeit aufgefallen, sagen wir mal so. Denn damals gab es auch einen Glauben an die Wunderwaffe. Versetzen wir uns mal ins Jahr 1943. Die Deutschen, die waren erfolgreich. Blitzkrieg nach Blitzkrieg, alles lief super. Dann kam Stalingrad. Dann war den Deutschen plötzlich klar, jetzt wird es schwierig, die deutschen Truppen nicht mehr nach vorne rücken, sondern eben sich zurückziehend. Man geriet also in die Defensive. Gleichzeitig bombardierten die Alliierten massiv deutsche Städte. Man bekam also auch zu Hause den Krieg direkt auf den Kopf gefallen, sozusagen, in Gestalt von Bomben, in Gestalt von Brandinfernos. Und da entstand dann die Hoffnung und der Glaube an
eine wundersame Waffe, die die Deutschen jetzt noch aus dem Hute zaubern, die Nazi-Regierung aus dem Hut zaubert. Es gab zunächst die V1, die floppte dann allerdings, nachdem die Propaganda der Nazis dann schon richtig Wind gemacht hatte, wie toll. Und dann zeigte sich, naja, viel passiert da nicht. Man versuchte ja Großbritannien vor allem hier zu bombardieren. Und dann gab es die V2 hier in Peenemünde. Da haben sich viele, viele Millionen Deutsche damals erhofft, dass das die Wende bringen wird, dass aus dieser defensiven Situation doch noch ein Sieg entstehen könnte. Diese Hoffnung hat sich zerschlagen, hat aber dazu geführt, dass viele Menschen lange durchgehalten haben und gesagt haben, Mensch, das kriegen wir noch hin. Sonst wäre das alles wahrscheinlich nicht so lange durchzuhalten gewesen. Jedenfalls eine gewisse Parallele. Und wenn wir uns mal anschauen, wie verzweifelt damals die Leute waren, hier sehen Sie mal, wie deutsche Städte ausgesehen haben, eben 1945. Und Jörg Friedrich hat im Jahr 2002 ein faszinierendes Buch darüber geschrieben, das heißt Der Brand. Beschreibt vor allem das, was die Bevölkerung damals erlebt hat, beschreibt die Strategie der Alliierten bei eben der Bombardierung deutscher Städte. Man wollte den Willen der Bevölkerung brechen, das Gegenteil ist passiert. Man hatte dann eben diesen Hass, kann man fast sagen, auf die Alliierten, weil man sozusagen denen ausgeliefert war. Aber Jörg Friedrich hatte dieses Buch damals geschrieben als Tabubuch, denn es hat auch die Leiden der Zivilbevölkerung zu Hause in Deutschland das erste Mal so richtig massiv thematisiert. Da sind Szenen beschrieben, die mir persönlich überhaupt nicht klar waren. Etwa, wenn man in nicht allzu weiter Entfernung von einem brennenden Haus vorbeiging und da fast alle Häuser brannten, teilweise in einer Straße, da gab es einen solchen Sog, dass viele Leute richtig gehend in diese Flammen reingeflogen sind, reingesogen wurden. Also das sind so Dinge, die absolut interessant sind, schrecklich sind natürlich. Dagegen haben wir es heute in Sachen Corona natürlich viel einfacher. Wir können aber dann zumindest, um jetzt das Thema wieder zu wechseln, von der Historie in die Realität die Wunderwaffen begutachten, hier in Gestalt von Jerome Powell, der ein Kaninchen aus dem Hute zaubert und einer sagt, oh, er kann den Aktienmarkt in ungeahnte Höhen heben. Ein anderer sagt dann, es ist nur eine Illusion. Naja, eine Illusion ist das nicht, dass die Notenbanken die Aktienmärkte in ungeahnte Höhen heben können, aber es ist eine Illusion, dass sie die Wirtschaft in ungeahnte Höhen heben können. Das genau ist ja die Illusion, die die Notenbanken haben. Wir helfen der Wirtschaft, nichts wird an der Wirtschaft wirklich verändert eigentlich, sondern es verändert sich nur etwas an den Finanzmärkten. Die Entkoppelung des Systems wird immer krasser. Hier ein paar Beispiele für diese Entkopplung. Wir haben heute die Meldung, dass die Stimulushoffnungen enttäuscht wurden. Wir hatten neue Allzeithochs auf Future-Basis, zunächst mal an den Aktienmärkten. Da hat Donald Trump gleich wieder getwittert, Stock Markets at a new all-time highs. Wunderbar, hat FX Macro dann etwas zynisch kommentiert, the Biden Rally continues. Bekanntlich hatte ja Donald Trump bei einer Wahl von Biden versprochen, dass dann die Aktienmärkte crashen. Bisher ist es noch nicht so ganz eingetreten. Dann Stimulushoffnung ein bisschen gestört, nachdem McConnell hier Schumer und Pelosi so ein bisschen gemobbt hat und gesagt hat, ja, also so geht das ja auch nicht, wie ihr das wollt. Das heißt, es ist noch keine Einigung da. Man hatte ja schon ein bisschen die Hoffnung, dass heute vielleicht schon man sich auf diesen 900 und ein paar zerquetschte Milliarden Stimulus wird einigen können, ist leider noch nicht passiert. Aber die Märkte glauben an die Wunderwaffe Fed und sagen sich, egal, macht nichts. Dann haben wir eben die Fed wird es reparieren. Und wenn wir uns jetzt mal die Exzesse der Wunderwaffe Notenbanken anschauen, dann sehen wir hier, minus is the new normal. Es geht hier um die negativ rentierenden Staatsanleihen. Da haben wir jetzt ein neues Allzeithoch, Anleihen im Volumen von fast 18 Billionen Dollar. Haben jetzt eine Negativrendite, nachdem gestern, wie ich schon in einem anderen Video beschrieben hatte, die 10-jährige Staatsanleihe aus Portugal dazu kam. Auch die italienische dürfte bald soweit sein, negativ zu werden. Morgen ja EZB-Sitzung, das wird spannend. Nächste Woche dann FED-Sitzung. Wir sehen aber auch, dass in der Realwirtschaft die Geldpolitik der Notenbanken natürlich ankommt, nicht nur in Aktienpreisen, nicht nur in Immobilienpreisen, sondern jetzt auch in den Preisen für Nahrungsmittel. Jetzt sind wir nämlich hier auf dem höchsten Stand seit 2014. Ich hatte einige Preisentwicklungen für Nahrungsmittel, Rohstoffe schon gezeigt, kürzlich mal in einem Video. Die sind alle ziemlich deutlich gestiegen. Und ein weiterer Exzess ist das, was heute wieder sichtbar war. DoorDash ist an die Börse gegangen, Essenslieferant, respektive eine Plattform, die das organisiert, ähnlich wie Delivery Hero.
Und wir sehen, eigentlich wollte DoorDash mit $75 an die Börse gehen. Dann hat man gemerkt, wo es herrscht Euphorie an den Märkten. Dann erhöhen wir das doch mal auf 105. Dann hat DoorDash erster Kurs 150 zu 155, dann 170 zu 175, dann 190 zu 195. Also es ist total plemplem. Hier oben sehen wir die US-IPO-Performance, vielleicht die mitgrößte Blase, die wir jetzt haben. Denn die IPOs, die haben sich relativ so entwickelt in den letzten Jahren wie der S&P 500 auch. Aber jetzt in 2020, da heben die total ab. Da sieht man diesen spekulativen Exzess, der hier vorhanden ist. In Sachen spekulativer Exzess darf natürlich auch der Name Tesla nicht fehlen. Heute Morgen hat sich dann JP Morgan einen Scherz erlaubt und hat das Kursziel für Tesla von $80 auf $90 angehoben. Naja, das ist ein sportliches Ziel. Derzeit ist der Aktienkurs bekanntlich ganz leicht darüber. Und wir haben eine wundersame Einigung, offenkundig jetzt noch ist es nicht ganz sicher, zwischen der EU und Polen und Ungarn. Da scheint man offenkundig mit der Finanzkeule gedroht zu haben, denn es würden viele, viele, viele Milliarden nicht fließen, wenn Polen und Ungarn da nicht zustimmen. Dann wird man einen windelweichen Kompromiss wieder ausgehandelt haben wahrscheinlich, wo die Rechtsstaatlichkeit dann ein bisschen runterfällt. Und wir haben in Sachen Brexit Auf- und Abmeldungen. Mal heißt es Optimismus, dann heißt es wieder Pessimismus. Jetzt hat ein französischer Offizieller gesagt, ja, die Differenzen, die sind nach wie vor sehr, sehr groß, zu weit entfernt, um heute eine Einigung zu erzielen. Heute Abend kommt es ja zu diesem romantischen Abendessen zwischen von der Leyen und Boris Johnson. Da wäre ich gern dabei, um einmal die Interaktionen der beiden ein bisschen mitzukriegen. Also, das ist die Situation. Kleiner historischer Exkurs in Sachen Wunderwaffe. Einfach, um mal einen anderen Aspekt in die ganze Geschichte zu bringen, aber ein ähnliches Mentalitätsmuster vielleicht zu zeigen. Wenn die Verzweiflung groß ist, dann glaubt man gerne an solche Dinge, die alles schlagartig sofort verändern. Die Realität zeigt meistens, dass das nicht so funktioniert, weil die Realität eben komplexer ist, schwieriger ist, vielschichtiger ist als der Glaube an das schnelle, an die schnelle Lösung aller Probleme. Das ist im Leben genauso. Man kann persönliche Probleme meistens nicht auf einen Schlag lösen, sondern es ist ein Prozess. Und es wird wahrscheinlich hier auch bei der Überwindung dieser ganzen Corona-Geschichte ein langer Prozess sein und nicht ein schlagartiges Ding, das allerdings die Finanzmärkte eingepreist haben. Und wenn sie es nicht eingepreist haben, weil sie sagen, ist doch eh egal, Hauptsache die Liquidität der Notenbanken fließt, dann ist das wahrscheinlich auch richtig. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Abend und sage Servus und Ciao.